Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us. Mit mir, den Thomas und Player Gaddon. Runter. Und in der letzten Folge hatten wir einige Probleme mit den ganzen Typen. Woher kommst du denn? Und boom! Oh Gott! War's das? Okay, hier unten sieht man wirklich wenig. Das war's jetzt, oder? Mit den Typen, die hier andauernd aufgetaucht sind, sah aus wie das Militär. Alter, wir haben einige vom Militär erledigt. Läuft bei uns. Ich soll die Taschenlampe anmachen. Sollte ich hier noch irgendwas durchsuchen? Ich glaube nicht. Ah, stimmt. Ellie kann nicht schwimmen. Ja, wir sollten was auftreiben. Aber die Frage ist... Was? Ein Brett oder sowas? Kreis zum Tauchen. Okay, hier unten sieht man deutlich mehr. Okay, wir haben eine bestimmte Luftanzeige. Ja, runter. Okay. Was ist da los? Jetzt gehen wir wieder. Kannst du bitte tauchen? Sag mal, hast du Probleme oder so? Oder? Wahrscheinlich müssen wir... Drücke Kreis zum Tauchen. Dankeschön. Ja, vielleicht ist hier irgendwo was. Ja, sieht aber nicht so aus, ne? Ja. Die Frage ist jetzt, wie bekommen wir Ellie hier rüber? Sie kann nicht schwimmen. Puh, ist eine gute Frage. Hä, oder können wir nicht sie irgendwie... Weiß ich nicht. Wo gepackt nehmen oder so. Keine Ahnung. Hä, wo ist sie hin? Hallo? Oh. Ist mir ehrlich, wo ist sie hin? Ellie? Willst du mit mir Katz und Maus spielen oder was machst du? Ist sie hier? Hä, wo ist sie hin? Jetzt mal, wo ist sie hin? Hä? Jo, wahrscheinlich. Na gut, hab ich gesagt. Nee, also... Hä? Nee, ich werde jetzt einfach durchschwimmen und das Spiel sagt mir dann, was ich zu tun habe. Ich dachte, vielleicht müssen wir irgendwas holen oder so, aber anscheinend nicht. Na, dann werden wir jetzt hier durchtauchen. Hm. Okay, es geht wieder runter. Hopp. So, wieder hoch. Oh, man sieht hier wirklich wenig. Ellie? Mir geht's gut. Ach so. Ja, wieso gehen wir denn nicht auch nicht da? Wieso gehen wir nicht da lang? Würde mich mal interessieren. Naja. Lassen wir den Joel auch seinen Spaß beim Schwimmen. Oh. Okay, sieht ein bisschen älter aus. Schmugglernotiz. Der, okay. Hey, falls ihr euch das durchlesen wollt, könnt ihr jetzt auf Pause drücken. Also ich will mir wirklich nicht weiter darauf eingehen, denn Zeit ist kostbar, liebe Kinder. Und deswegen sollten wir auch keine vergeuden. Wie gesagt... Macht Pause und dann könnt ihr es mal durchlesen, wenn ihr wollt. Das ist ja ein Video und jetzt werde ich es wegdrücken. Müssen wir da lang oder hier lang? Ach, hier ist irgendwas mit Dreieck, eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Ja, dann geh auch. Willst du mich verarschen oder was machst du jetzt? Ja, dann. Ja, mach doch. Oh, oh, oh.
Was muss ich jetzt schon wieder für ein Rätsel machen, ey? Oh, geht's hier hoch? Oh, hier ist ein Brett. Ja, das können wir Ellie besorgen. Upsi. Man sieht hier total wenig wegen dem ganzen Rauch hier. Beziehungsweise von der Pilzspore oder was das auch immer ist. Hallo, ich habe hier ein Brett für dich. Steig drauf. Wirklich? Helle. Hey. Das klappt doch gut. Wo war... Ah, da oben ist die Leiter. Ellie, hol mal. Hol mal. Ja. Wo, willst du mich? Ach so. Okay. Verstanden. Hol mal die Leiter. Dankeschön. Ich hab sie. Jo. Kannst jetzt bitte... Ach, okay. Dankeschön. So. Noch mehr von solchen Pilzsporen. Die sollen ja... Pilzsporen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall, die sollen ja Menschen in Zombies verwandeln hier im Spiel. Okay. Vielleicht geht's da lang oder so. Mal schauen. Oder hier lang. Okay, nicht mehr raus hier. Ekelhaft. Wahrscheinlich geht's hier lang, ne? Jo, hier eine Oh, das Licht, das ist wunderschön. Huh. Da unten war es bestimmt stickig. Boah, ich dachte schon, was war das denn? Das lag an meiner PS3, nicht in der Aufnahme. Hey, also... wegen Tess. Ich weiß nicht mehr, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Ja, der liebe Joel hat jetzt wahrscheinlich eine deprimierende Phase. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wahrscheinlich auch gefährlicher, was? Was? Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen. Etwa im Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Ja, die liebe Ellie hat nichts gesehen. Sie wurde ja in dieser Zeit geboren, wo die Infektion schon ausgebrochen ist. Oh, ein Hase. Warum bringst du dich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Ja, vielleicht besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Ich gehe einfach mal da lang. Ah, das ist richtig schön hier. Was ist das? Okay, da werde ich nicht lang gehen. Ich werde vielleicht hier ein bisschen finden. Hopp. Wow, der... Fireflies. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Sorry. Ich musste das einfach tun.
Kein Problem. Na gut, dann gehen wir durch die Tür. Moment. Ah. Können die nicht durch, was? Rüberklettern sieht... Ups. Auch nicht so schnieke aus. So, jetzt, vielleicht kann man hier aufs Dach klettern und dann irgendwie... Ich geh da mal hoch und seh mich um. Jo, perfekt. Nice. Nice, nice. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Hui, okay. Oh, nice, 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 okay. Ah, ein Brett. Danke. Danke, Spiel. Hopp. Wie wär's damit? Ja, ist eine gute Idee. Achso. Wir werden das Brett jetzt da oben verlegen. Und dann in das abgesperrte Gebiet reingehen und gucken, was uns da erwartet. Jo, genau so habe ich es mir vorgestellt. Na also. Perfekt. Nein! Was machst du denn da? So. Jetzt können wir rüber laufen. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn noch? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, ja, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sind die meine. Okay, komm. Hätte Vorteile, wenn er das ist, ne? Okay, da war der Eingang. Und hier lang. Hier ist ein Loch im Zaun. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Ein Basketball ist der Platz da. Die Frage ist, wo gehen wir lang? Ups. Ein Backstein wieder. Können wir da lang oder müssen wir woanders lang? Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Ach so. Ja, ja, hab's verstanden, hab's verstanden. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir sonst da rüberkommen? Ja, komm. Stell dich nicht so an. Machen wir jetzt einfach. Gut. Stell den Fuß drauf. Alter, haben die alle Probleme mit ihrem Internet oder was ist da los? Nicht. Geht klar. Vorsicht, Vorsicht! Okay. Okay. Tada! Dankeschön. Gut gemacht. Danke. Ich gehe einfach mal der Straße entlang. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Können wir Ellie nicht behalten? Wäre doch cool. Okay, hier ist ein Laden. Vielleicht sind hier einige Sachen drin, die wir mitnehmen könnten. Was ist denn? Okay. Keine Ahnung, was sie da genommen hat, aber auf jeden Fall. Wenn sie Spaß dran hat, wieso nicht? Gehen wir einfach mal hier rein und gucken, was hier so drin ist. Jo, auch wieder einige Sachen.
Perimeternotiz. Klebeband können wir auch immer gebrauchen. Und wieder ein Stück von der Schere, beziehungsweise woraus wir ein Messer machen können. Zahnräder. Damit können wir ja Waffen verbessern. Also sonst scheint hier nichts mehr drin zu sein. Nö. Nee. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier reinzugehen, in den Musikladen. Mann, das ist echt traurig. Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ich weiß nicht, ich find's schrecklich. Ja, leider. Schätzungsweise geht's hier lang, was? Was? Mann! Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Nicht schlecht. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Was ist das denn? Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Heißt es etwa, dass wir nachher einen Bogen bekommen? Ja, wäre nicht schlecht, würde ich mal so behaupten. Ein Bogen ist eine lautlose Waffe. Komplettes Messer benötigt. Ah, warte mal, können wir ja bauen, schätzungsweise. Boah, wir müssen wieder einiges hier machen. So, jetzt haben wir Messer und... Okay. Oh Mann, du musst mir jetzt... Jackpot, wir bauen erstmal wieder einige Sachen, damit wir auch andere Sachen einsammeln können. Jackpot, aber sowas von. Da hat sich das Messer aber gelohnt. Aus dem Weg. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Jackpot. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir hier reingegangen sind. So, jetzt können wir wieder einige Sachen herstellen, wie zum Beispiel... Messer können wir noch nicht herstellen. Medikit oder Molotow. Ein Molotow zur Sicherheit für Fälle wie vorhin. Und Medikit können wir nicht mehr herstellen. Schade aber auch. Okay, Molotow brauchen wir jetzt nicht. Alter, jetzt reicht's mir langsam. Ganze Zeit offline, online, offline, online. Wenn man Probleme mit dem Internet hat, dann soll's man nicht weiter probieren. Wahrscheinlich hier irgendwo dran stellen, oder? Nee. Wo könnten wir die Leiter... Ach, da oben, ne? Jo, verstanden, verstanden, Spiel. Wenn euch das stört, dass halt immer Offline-Online-Typen da sind, dann werde ich mich darum kümmern, offline zu spielen. Bogen! Hey, sieh mal an. Gib ihn doch mir, ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Uns fehlt Lumpen und das können wir nicht aufheben. Wahrscheinlich geht's hier rüber, was? Ja. Jetzt die Leiter hoch. Ist hier immer kompliziert. Komm hoch. Zu Freunden zu gehen. Oh, fast runtergefallen. Das Brett müssen wir mitnehmen. Hier. Das hier können wir nehmen. Um weiterzukommen, das ist wirklich nötig. Ich würde auch sagen, das war's dann mit der heutigen Last of Us-Folge. Ich habe einmal Outlast gesagt, sorry dafür. Ich glaube, das war in der vierten Folge. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin immer noch so ein Outlast-Feeling und deswegen kam mir das so raus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.